Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Etappe Nummer 4 in Mexiko. Ich freue mich, weil die Reifenauswahl sich ausgezahlt hat. Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion von Walitzki. Ja, bloß weil ich jetzt einmal gut war, aber auch nur weil ich mal die Lenkung rausgefunden habe, heißt es noch lange nicht. Und ich sehe Hanadekuben. Aber jetzt weiß ich auch mal, warum man keine Handbremse bei meisten Kuben angesagt hat, Hanadekuben, weil man eigentlich keine braucht. Auf geht's! Oh nein. Ach man, Alter, bleib ich schon in der ersten Kurve hängen. Das fängt schon mal gut an. Ah, da sah es zuerst ein bisschen eng aus, als es eigentlich jetzt. Genau, auch nicht gegenkrachen. Das waren wir auch schon mal. Dann musst du die rechte Seite bloß mit Schaden. Dann links 3, öffnet sich, den rechts 4, Bodenwelle, durch Wasser, Fahrnadel links. Fahrnadel rechts und links 4. Rechts 4 und links 5, scharfe Kurve. Boah, hab ich gerade gar nichts gesehen, weil es so bergauf ging, dass man da eigentlich nur blind reingefahren ist. Und links 2, Schütze, in rechts 5. Dann rechts 2. Links 2, in rechts, das war riskant. Das ist Block dort in der Kurveninneren. Dann rechts 3, scharfe Kurve. Links 5, lang, in rechts 4. Links 3, in rechts 4 und 40. Dann links 4, in rechts 6, mittig halten. Fahrnadel links, öffnet sich. Dann rechts 6, in Fahrnadel rechts. Nicht zu eng reinfahren, nein, schon mal zu lang. Links 5, scharfe Kurve, in Fahrnadel links, öffnet sich, mittig halten. Dann rechts 2, sehr eng und 60. Links 5, variiere außen. Oh. Du hast gesagt, außen soll ich mich halten. Wenn er, aber der Sound ist wieder schlecht. Ich habe nur deine Außenanweisung gehalten. Rechts 3, links 2, lang, scharfe Kurve. Rechts 3, öffnet sich. Und rechts 3. So, entschuldige die kleine Unterbrechung. Ich hoffe mal, ich komme jetzt rein. So, noch einen Abschnitt haben wir hier vor uns. So, da ist ein Paraglider unterwegs noch. Das ist mal gut gegangen. Ich hab gebremst. Links 3, rechts 3, starke Kurve. Dann links 4, in rechts 5 und Fahrnadel links. Fahrnadel rechts. Dann links 3, in rechts 3. Ja, diesen kriegt meine Lenkrad hätte ich mal eher rausfinden müssen. Und rechts 4, Ziel. Ziel! Jawoll! Oh, das Auto sieht ganz schön kaputt aus. Und wir sind auf Platz 1 der Etappe! Wow, mit 8 Sekunden Vorsprung. Das ist eine Leistung. Damit sind wir jetzt um
6 Sekunden dran, ey, jetzt sind wir an Chardonnay. Wir sind jetzt auch vorne an Konkurrenten und auf Platz 2 vorgerückt. Und jetzt geht's erstmal ins Parc Fermé. Mal gucken, was jetzt gleich für lustige News kommen. Service Park. Ah ne, jetzt kommt gar kein. Doch, jetzt kommt noch. Ich glaube, ich hatte ein paar Kilometer ein Problem mit dem Differential. Wir müssen das irgendwie beheben, sonst wird es bei den nächsten Special States ziemlich schwierig. Ich muss auch mein Auto mal reparieren. Wieder den Motor kaputt gemacht. Aber es macht ja nichts. Karosserie. Jo, das möchten wir auf jeden Fall alles reparieren. Wir haben ja gar nichts zu reparieren. Und dann gehen wir auch jetzt mal in die 5. und 6. Etappe. Bin ich jetzt mal gespannt, was wir jetzt leisten können. Können wir uns vielleicht sogar noch den Sieg holen? Wir liefern uns eine epische Schlacht mit Walitzki. Sie schlagen sich auf dem Kies auch sehr gut und es wird schwierig werden, vor ihnen zu bleiben. Ja. Ich fühle dich schon mal voll in der ersten Niederlage. 7,1, oh mein Gott, 7,1 Kilometer. Das sind immer diese grauenvollen Etappen. Die vorletzte, die ist so ewig lang. Du denkst, die endet nie. Und das ist am Ende wieder die 2 Kilometer letzte Etappe. Links 3, 6, 7 Kilometer ist auf jeden Fall ziemlich lang. Links 3, Kurve, rechts 5 und links 6 auf Kuppe. So. Kuppe. Ich habe nur das Kuppe und irgendwelche Sprünge und Tarnade gucken. Rechts 5 und Sprung. Dann links 4, rechts 3 und Tarnade links. Boah, das war links knapp. Wuppa. Ich habe mich gerade ein bisschen selbst schwer damit getan. Dann rechts 2, links 2 und rechts 4. Wuppa. Ich habe es noch nicht verloren. Rechts auf Kuppel und Sprung. Rechts 3 und 14. Dann links 3 in rechts 3. Links 3. Stelle kämpfen noch hier schon. Links 3, scharfe Kurve 4 und 60. Rechts 3. Wenn ich den ersten Abstieg schaffe, trotzdem noch immer auf Bestzeit, obwohl wir den einen Fehler drin hatten. Dann rechts 3, 60. Links 3, in Haarnadel rechts. Dann links 3, öffnet sich, in rechts 4, Bodenwelle, durch Wasser, Haarnadel links. Haarnadel rechts. Und links. Also ist jetzt wieder dieser blöde Streckenabschnitt, wo du hier nicht siehst, wo lang fällt. Und links 5, scharfe Kurve. 60. Diesmal ist es ganz gut gelaufen. Und links 2, 5, in rechts 5. Links 3, 14. Dann rechts 2. Links 2, in rechts 2. Und links 3, durch Wasser. Dann rechts 3, scharfe Kurve. Links 5, lang, in rechts 4. Links 3, in rechts 4 und 14. Ich habe Glück gehabt, dass wir da nicht in den Stein gekommen sind. Links 3, scharfe Kurve. Dann links 4, in rechts 6, mit dem Falschen. Dann rechts 6, im Haarnadel rechts. Haarnadel rechts. Links 5, scharfe Kurve, im Haarnadel links. Schon wieder Haarnadel links. Mittigkeit. Dann rechts 2, sehr eng und 60. Links 5, Barriere außen. Dann Haarnadel links. Alles klar? Ja, alles klar. War bloß hier die Stelle, wo ich mich rechts halten wollte damals. Dann links 6. Und rechts 3, links 2,
1, lang, starke Kurve. Rechts 3, öffnet sich. Und rechts 3, starke Kurve. Dann links 4 und Fahrnadel rechts. Links 2, 40. Bodenwelle. Dann links 4, im Fahrnadel rechts. Ach mein Gott, Alter, das nervt mich da rein. Guck mal. Das ist nochmal gut gegangen. Von außen das Fahrzeug, was kaputt ist. Dann links 4, den rechts 5. Ist das eine Konzentration? Dann links 3, den rechts 3. Bodenwelle. Links 3. Durch die Schikane durch. Und rechts 4, links 3, öffnet sich. Ich habe das Gefühl, die Etappe dauert Ewigkeiten gerade. Rechts 3, links 5 und Fahrnadel links. Rechts 3, in links 3. Wow, jetzt haben wir 7 Sekunden nur einen Abstand gemacht. Links 3, in rechts 5. Rechts 3. Dann links 3, durch Wasser, Bodenwelle. Und rechts 4, scharfe Kurve. Nochmal durch Wasser. Links 3, in rechts 4. Dann links 6, in rechts 5. Und links 6. Rechts 6, in links 6, lang. Dann links 2, scharfe Kurve, 60. Kurve, oh. Klar. What the fuck, Alter? Was war denn da jetzt falsch? Dann links 2, Startkurve 16. Vorsicht, Bürgersteig. Vorsicht, Bürgersteig, dann fahren wir durch den Ort durch. 3, 16. Rechts 3 und rechts 3, Mittelhalter 16. Dann links 3 und links 3. 60. Links 3 und rechts 3. Ich mache eigentlich nicht auf den Bürgersteig drauf. In links 3. Dann rechts 3 und rechts 3 öffnet sich. Links 6 durch Tor, in rechts 6 und links 5. Habe ich sogar ein bisschen was verloren hier durch die Stadt wieder. Links 6, in rechts 5 und links 5, in rechts 5. Dann links 6 und Fahrnadel links. Rechts 6, in links 5 und rechts 6, 40. Die Etappe, die fühlt sich so ewig lang an gerade. Links 4, in rechts 4, 60. Links 6, in rechts 6, 40. Dann rechts 4 und Fahrnadel links. Da ist rechts 3 und links 4. Dann rechts 5 und links 4 und rechts 4 und Fahrnadel links. Fahrnadel rechts. Mein Gott, also das war auf jeden Fall knapp. Links 5 und rechts 4 und 40. Fahrnadel links 4. Und da haben wir es geschafft, die lange Etappe, oh mein Gott. Wir sind eben auf Platz 1 geblieben. Jawoll, und wir haben immer noch ausgebaut. 10 Sekunden fast nachher am Ende. Jawoll. Damit sind wir jetzt... Müssen wir eigentlich sogar Erste sein, ne? So ist es auch. Mit knapp 3,5 Sekunden Vorsprung auf Sebastien Chardonnay. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Alistair Fischer. Und damit gehen wir jetzt erstmal in die letzte Etappe. Ach, wo es um den Sieg geht diesmal. Ich habe momentan ein bisschen Probleme mit Untersteuern. Keine Ahnung, warum die Einstellungen nicht so gut reagieren. Wie sie es eigentlich tun sollten. Ich hoffe, dass es bei der nächsten Special Stage wieder ausgleichen zu können. Ja. Das ist allerdings sehr, sehr kurzer Abschnitt hier. 2 Kilometer bloß. Also keine 7,1.
Also wird die Etappe wohl auch nur 2,5 Minuten ungefähr dauern. Länger wahrscheinlich nicht. Kötze. Links 3 und links 5. Fahrnadel rechts, dann links 2, sehr eng. Rechts 3, öffnet sich, in links 3, dann Fahrnadel rechts, barriere auf. Hey! Hey, was war denn das, Alter? Diese Abgründe sind auch wirklich tückisch, weil dann auch mal genau ein Baum kommt und man eigentlich genau an den Baum hängen bleibt. Das ist der links umgegangen. Nee, das ist doch rechts umgegangen. Und dürfen. Dann Haarnadel rechts, sehr eng. Links 5, in rechts 5, Staffelkurve. Und links 3, in rechts 3, und dürfen. Haarnadel rechts, dann Haarnadel links. Öffnet sich, in rechts 4, 60. Auf Kuppe. Auf Kuppe. Dann rechts 2, 40. Und Haarnadel links, rechts 3. Rechts 3, lang, in links 3, sehr lang, scharfe Kurve. Rechts 2, lang, scharfe Kurve. Dann ja, wirklich abwissen können wir es auf jeden Fall nicht, aber wir verlieren zum Glück auch nicht wirklich was. Fahrnadel rechts, sehr eng, und 60. Links 4, in rechts 5, dann links 2, sehr eng, 40. Rechts halten. Dann rechts 2, in rechts 4 und Haarnadel links. Barriere innen. Ah, fast sogar 2 Sekunden. Aber wir haben es natürlich gleich geschafft. Vorsicht. Rechts 2, sehr eng. Das war eine Helligkeit oder so Backup. Ich denke mal, das ist jetzt fast schon Backup fahren muss. Wir machen das ein bisschen einfacher als Backup. Rechts 3, 40. Da haben wir es wohl geschafft und der ersten Etappen oder ersten Rallye-Sieg. Alter Verwalter. Ja, so sieht es nämlich aus. Sogar fast 3-4 Sekunden schon im Vorsprung nachher. Christian Riedemann, der Deutsche, ist bis auf Platz 4 gelandet. Und damit sind wir insgesamt Sieger der Rallye Mexico. Wo ich ja nicht dachte, das wird total versagen. Allerdings habe ich das Lenkradproblem jetzt rausgefunden. Kein Wunder, warum wir so schlecht immer vorher waren. Das war eigentlich eine Überraschung, dass wir so einigermaßen gut mithalten konnten. So. In der Gesamtwertung sind wir Ortsweiter momentan. Chardonnay. Also, oh, ich bin gezeigt. Punkt gleich mit ihm. Von daher passt es auch ganz gut. 10.000 Punkte. Das ist allerhand. Und damit gucken wir uns die Siegerehrung jetzt an. Wo wir Platz 1 geholt hat, es tut mir für Chardonnay Team leid. Sie haben darauf gezählt, dass ich hier in Mexiko bin. Nächstes Mal gehe ich voll ins Limit. Na, das hoffen wir doch mal für dich. Hier sehen wir den Drittplatzierten. Den Zweitplatzierten. Und da sehen wir uns. Ay caramba, würde ich mal dazu sagen. Erster Platz, ja. Erster Sieg in der WRC 3. Der Wechsel in die obere Klasse scheint Faliski nicht einzuschüchtern, ganz im Gegenteil. Chardonnay Team, er kommt gerade aus der Junior WRC, aber er fährt jetzt schon wie ein Champion. Wir sind überglücklich, ja. Mit darauffolgenden Zeiten führte er Chardonnay und Bouvier an der Nase durch den Ring, die sich mit den anderen Plätzen auf den Siegertreppchen begnügen müssen. Es gibt in der WRC, es gibt in Mexiko Sonne einen heißen Rhythmus vor dem Beenden des Wochenendes auf dem ersten Platz, ja. Und Sebastian Loeb führt da, die haben ja schon ordentlich ein paar Rennen jetzt. Muss ja schon 4 Rennen oder so gewesen sein.
Oh, Robert Kubica. Na, vielleicht kann man auch nochmal ein bisschen vergnügen. Gut, das war's dann erstmal von WRC 4 fürs heute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.